Immer häufiger sieht man neben klassischen Flachbeeten die sogenannten Hochbeete in Gärten stehen. Der Unterschied: eine feste Rahmenkonstruktion, Unabhängigkeit von der Bodenqualität des Gartens und natürlich die Höhe. Durch diese Kompostierung in diesem Hochbeet ist dieses Beet auch um 5 bis 8 Grad wärmer im Frühjahr. Man kann früher pflanzen, also früher im Frühjahr schon ab April, und auch länger in den Herbst rein ernten. Die Nährstoffversorgung durch diese Kompostierung, durch den reifen Kompost, ist natürlich auch so, dass es ganz viel hilft, die Pflanzen für die Nährstoffe zu versorgen. Viele Hobbygärtner nutzen zum Gemüseanbau das Hochbeet als Alternative zum Frühbeet oder zum Gewächshaus. Der Ertrag kann 2- bis 3-mal so hoch ausfallen wie auf einem Flachbeet gleicher Größe. Die Rahmenkonstruktion eines Hochbeets kann aus verschiedenen Materialien bestehen. Die beliebtesten sind Wellblech aus Metall und Holz, vorrangig Lärche aufgrund ihrer Langlebigkeit. Aber auch Kunststoff, Kokosmatten oder Edelstahl sind möglich. Letztlich ist es eine Frage der Optik, was zum Haus und zum Garten passt und wo das Hochbeet steht und welchen Zweck es erfüllen soll. Was immer gleich ist, die Befüllung des Hochbeets. Eine Drainageschicht aus kleinen Ästen oder auch so Heckenabschnitte gemacht. Darauf kommt ein Kompost oder im Herbst auch Falllaub. Und darauf kommt ein reifer Kompost und auch ein bisschen Blumenerde. Das Beet wird sich natürlich noch sacken durch das ganze Drainageschicht oder sowas. Sonst wollte man im Frühjahr so 10 bis 15 cm mit frischer Erde oder reifem Kompost wieder nachfüllen. Gerade im Sommer, wenn viel Heckenschnitt anfällt, lohnt sich die Anzucht eines Hochbeets. Und auch wer keinen Garten hat, muss auf ein Hochbeet nicht verzichten. Der Fachhandel bietet auch hier verschiedene Modelle für Balkon oder Terrasse.